So, liebe Leute, euer Van Bergen wieder hier mit der dritten Folge unserer Jumping Puzzle Abenteuerreise. Dieses Mal geht's um das Jumping Puzzle Wayans Rache. Und ja, ich werde ausnahmsweise euch den gesamten Weg nicht zeigen, aber ich werde euch ein, zwei kleine Tipps geben, beziehungsweise auch den Eingang zeigen. Warum zeige ich euch den Weg nicht? Zum einen ist es ein bisschen länger und zweitens müsst ihr eben genau hinhören, was euch eben der Geist von Wayand immer zuflüstert. Und ich finde das so unterhaltsam, dass ich es gar nicht spoilern möchte. Ein kleiner Tipp vorneweg, wo es ein bisschen schwieriger wird, in dem kleinen Raum, wo es eben ganz, ganz dunkel ist, wo ihr so springen müsst, dort einfach kurz warten, denn ich glaube alle 1,5 Minuten geht das Licht kurz an und ihr seht eben, ob ihr richtig steht. So, alles klar, ich zeige euch aber den Eingang, so viel Fairness muss sein, um euch das zu zeigen. Die Truhe mache ich auch nochmal auf, gleich zu Beginn der Folge, und dann zeige ich euch mit einem kurzen Sprung, wie ihr eben hier hinkommt, beziehungsweise wo der Eingang der ganzen Geschichte ist. Den Eingang müsst ihr euch auch nochmal als kleinen Tipp gut merken, wie der aussieht. Okay. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns gleich am Eingang zum Jumping-Puzzle Wayans Rache. Bis gleich. So, liebe Leutchen, und da wären wir auch schon wieder. Schauen wir doch mal gerade, wo ich mich befinde. Und zwar sind wir immer noch in Löwenstein. Ja, welch ein Wunder, auch in der dritten Folge. Und zwar hier bei der Wegmarke Weitschuss. Ist ja auch ein lustiger Name. Und jetzt zeige ich euch einmal mal, wie ihr dorthin kommt, wo wir eben waren, nämlich Raymonds Rache oder so ähnlich, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Also, wir machen uns mal auf den Weg. Und zwar geht's hier hoch, kleines Stückchen durch das schöne Feld. Diesen Weg werden die ein oder anderen wahrscheinlich schon entdeckt haben, denn hier oben gibt's ja auch noch diesen Aussichtspunkt. Und der ja ermutigt ja zwangsläufig die Gegend zu erkunden, ist ja ganz klar. Und der eine oder andere wird es wahrscheinlich auch schon gleich gefunden haben. So, und dann geht's hier runter. Ja, ganz unscheinbar durch ein kleines Gebüsch durch. Tada! Und da wären wir auch schon. So, jetzt müssen wir uns aber da oben hochkämpfen. Und zwar hier, hier, hier. Dann geht's nochmal durch einen kleinen Gang. Wo sind wir denn jetzt? So, ich sehe es gar nicht. Okay. Sodele! Und dann wären wir schon hier. Jetzt gehen wir ein kleines Stückchen weiter. Wie ihr sehen könnt, ne? Man kann das ja auch beschreiben, ne? Also, ich gehe jetzt nach links und dann gehe ich nach rechts und so, da wären wir an der Stelle. Jetzt gucken wir doch mal, wo das Ganze hier nach oben geht. Und zwar, ich bin jetzt selber so ein bisschen perplex, denn nämlich hier hoch, hier. Ups. So, dann geht's hier lang. Da haben wir auch schon den Aussichtspunkt, den heiß begehrten. An der Stelle einmal hüpfen und hier hoch. So. Dann könnt ihr hier euch den Aussichtspunkt holen, an der Stelle. Den sieht man auf der Karte ja auch, der ist ganz wichtig. Und dann wären wir auch schon direkt beim begehrten Eingang. Und zwar, da ist er, ihr seht, ist so ein kleines Maul. Man muss es sich mal ein bisschen von vorne angucken, das ist ganz wichtig. Merkt euch diesen Eingang, denn ihr werdet, als kleinen Tipp, da nochmal drauf zustoßen im Laufe dieses kleinen, nicht gespoilerten Jump-Puzzles. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, ihr springt hier runter, landet am Ende dann eben in so einem Wasserbecken und dann müsst ihr diesem kleinen grellen Licht folgen, einmal anklicken und dann zeigt euch der Geist den Weg durch sein Labyrinth. Also, viel Spaß an der Stelle, bis dahin, euer Bergi. Ciao!